Hallo, Ton, Grafik. Renderst du noch? Spiel? Okay, jetzt. Oder? Nee. Ich hab da, glaube ich, einen kleinen Bug drin. Sieht man auch hinten in den Bergen. Oder? Nee, jetzt geht's, glaube ich. Okay, jetzt hat's gerendert. aber da oben ist immer noch so ein bisschen versch... Das schaut da noch ein bisschen komisch. Okay, jetzt so. Ja, jetzt geht's. Und damit herzlich willkommen bei Ark. Ich hatte in den letzten vier Aufnahmen, also den ersten vier, besser gesagt, einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich habe das Spiel auf 1440p gespielt, aber nur auf 1080p aufgenommen. Und dadurch habt ihr die untere komplette Zeile bzw. den unteren Abschnitt von meinem Spiel nicht gesehen. Und den Fehler habe ich jetzt behoben. Also ich habe, was heißt behoben? Ich habe jetzt auch das Spiel auf 1080p am Laufen, weil einfach um mir noch ein bisschen Ressourcen zu sparen bei der Aufnahme. Aber jetzt solltet ihr den ganzen Bildschirm sehen, zumindest. Ich schaue nur kurz umher, ob auch wirklich alles geladen ist. Weil gerade eben waren ein paar Sachen noch so ein bisschen... Also ein paar Objekte und sowas sind nicht ganz gerendert worden. Aber naja. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich esse mal sowas. Wir haben in der letzten Folge, in den letzten Folgen, den Para gezähmt und den Dodo und wollten jetzt in dieser Folge nochmal schauen, was wir als nächstes zähmen können. Genau. Ich habe den Tri-Cup-Sattel habe ich noch nicht gelernt. Ich schaue gerade mal, wo der ist. Ich finde den nicht. Ja, die Wahl war zwischen Raptor-Zähmen und Trike-Zähmen. Ja, wo war denn jetzt der Trike-Sattel? War er? War der weit oben? Nee. Ist doch eigentlich... Ach, da. Okay, den Sattel müssen wir noch lernen. Aber ich könnte den doch rein theoretisch schon mal zähmen. Auch wenn ich den Sattel nicht habe. Ah, Level up. Na gut, jetzt habe ich den Sattel. Beziehungsweise kann ich ihn... Das nehme ich hier. Geh mal auf was komplett anderes. Und zwar würde ich vielleicht mal auf die Resistenzen gehen. Da ist jetzt leider keine Beschreibung, was es genau macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch wichtig sein wird. Auch wenn ich keine Ahnung habe, für was. So. Genau. Die Engrammpunkte wollte ich mir noch anschauen. Bei dem Level Up. Der Schmelzofen wäre eigentlich auch mal wichtig jetzt. Gibt noch die Betäubungspfeile, die kommen aber erst auf Level 21. Ich glaube, den Trike werde ich nicht mit der Steinschleuder zähmen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Also, da müsste ich ja die ganzen Felsen zertrümmern und Steine, um ausreichend Steine zu haben. Ich glaube, der
hält einiges aus. Dann machen wir es anders. Ich wollte diesen Mörser herstellen. Den brauchen wir auch erstmal. Mörser, Stein. Ausgestöhnen. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass das mit dem Leveln ziemlich schnell geht bei mir, aber ich glaube nicht, dass das bei allen Inus so ist. Also wahrscheinlich nur bei den eher schwächeren. Ich habe halt die Schwierigkeitsstufe aufs Maximum gestellt. Ich glaube, deswegen sind die vom Level her so hoch. Aber das würde ja auch quasi bedeuten, dass die Gegner, also die, was Gegner, die anderen Dinos, die mich angreifen würden, auch stärker sind. Also rein theoretisch macht es doch dann keinen Unterschied. Rein von der Schwierigkeit her. Außer halt, dass die Zähmungen immer länger dauern, weil ein Dino, der ein höheres Level hat, wird halt schwieriger gezähmt. Genau, den Mörser wollten wir jetzt herstellen. Kommt mir immer noch alles so ein bisschen verlassen vor. Ich habe die Anzahl der Dino-Häufigkeit erhöht, aufs Maximum gestellt, aber es kam mir alles früher viel lebendiger vor, so eine Map. Auch dieses Gebiet hier. Vielleicht kommt es mir jetzt nur, vielleicht ist es auch wegen Singleplayer so, weil ich spiele das erste Mal Singleplayer tatsächlich. Ich habe davor sonst immer nur online gespielt, auf dem Server. Also was heißt vorher, früher mal irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann das war, für ein, zwei Jahren. Den Mörser, Entschuldigung. Ein Stein brauchen wir noch. Ich schau mal den weg, damit ich meine Sicht hab. Ach, da hinten. Den blockiert die Sicht so ein bisschen. Ich bin schon überladen. Warte. So. Ich suche dir mal noch ein Weibchen. Weil die Eier. Also, wenn wir noch ein Weibchen haben und das Eier legen kann. Ja. Kann man noch für andere Zähmungen gebrauchen. Ich weiß nicht mehr genau, welche Eier man für welche Dinos benutzen kann. Da gibt es ja, glaube ich, so eine Liste oder so eine Tabelle. Beziehungsweise. Moment. Ich weiß nicht, ob das noch genauso ist wie früher. Dass man jedes. Man hatte. Also, was ich jetzt so geil fand, dass man für jedes eine Verwendung hatte. Wenn man damit irgendwas anderes zähmen konnte und dann damit dann wieder was anderes und so weiter. Dann können wir schon mal ein paar Narkose mit herstellen. Bären haben wir. Brauchen wir Fleisch, beziehungsweise verrottetes Fleisch. Muss man überlegen, ob
ich irgendwas reingepackt hatte. Hier, genau. Mal das nochmal rein. Das können wir noch lernen. Ich habe so ein Holzfundament noch gebraucht, genau. Damit wollte ich ein paar Sachen herstellen. Ich habe das gebraucht, um ein paar Sachen draufzustellen. Jetzt schauen wir mal. Ich versuche das jetzt mal so gerade wie möglich zu machen. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. So. 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 Dann würde ich hier ein paar Holzwände hinstellen. Warte mal kurz. Ich brauche ein bisschen Holz. Na, ja, toll. Ich kann schon wieder nicht laufen. Ich gehe mal noch ein bisschen auf. Das Ding ist, auf Gewicht zu gehen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil irgendwann werden wir wahrscheinlich nur mit Dinos rumlaufen und dann. Also ein bisschen Gewicht zu haben, natürlich ist schon gut. Holzfloß wollte ich auch nochmal erlernen. Und dann eventuell die Pfeile dann für den Try. Genau, das. Ich werf mal irgendwas raus, weil. Gibt's denn. Brauche ich denn nicht. Also Holz brauche ich, aber das hat gerade den meisten. Das meiste Gewicht. Jetzt können wir wenigstens rennen. Baue noch kurz diese vier Wände hin, dann geben wir uns einen Trike zähmen. So. Ja, das schaut ein bisschen blöd aus. Alter. Warum macht er das verkehrt herum? Kann man das drehen? So. Jetzt macht das genau umgekehrt. Oder ich will. Oder geht das nicht anders? Aufheben? Liegt jetzt an dem Fundament, habe ich das irgendwie verkehrt darum platziert. Kann natürlich auch sein, aber ich kann das. Ich baue das mal weg. Soll ja auch ein bisschen nach was ausschauen, nicht einfach irgendwie hingeklatscht. Ja, warte, warte, warte. Du trinkst jetzt mal was.
So, und jetzt. Hallo. Und jetzt. Jetzt so. Das schaut schon besser aus. Ja. Zwei Wände noch. Ich entleere mal ein bisschen mein Inventar. Stein brauche ich auch nicht. Gerade eben. Brauche ich denn noch Fasern? Die Fasern. Jetzt haben wir die Wände. Na, das ist schon wieder verkehrt herum. Ich glaube, das liegt wieder an dem Ding. Jetzt vielleicht. Ja, passt. Okay, und hier will ich jetzt die Kompostbehälter hinballern. Ich baue jetzt erst einmal nur eins hin. Kompostbehälter. Na. So. Ich habe 50 Stroh waren es, oder was musste man da rein tun? 50 Stroh und 3 Frikalien von irgendeiner Art. Ich versuche es jetzt einfach mal so. 50. Ja gut, die haben gerade nicht. Schau mal wegen den Pfeilen. Wegen der Narkose. Ja, was denn? 10 Stück haben wir schon mal. Ja. Fleisch. Ich weiß nicht, ob 10 Stück ausreichen werden. Ich glaube nicht. Ich zweifle ist sehr stark. Drrr. Ich habe halt kein verrottetes Fleisch mehr. Es dauert schon ziemlich lang. Also eins bekomme ich nach Stand hier 17 Minuten.
Ich habe jetzt nur eins im Inventar. So. Wie gesagt, mit der Steinschleuder wird es, glaube ich, nicht so optimal laufen gegen Trike. Aber ich könnte es mal versuchen. Ich sehe es jetzt schon schief laufen, aber ich versuche es einfach mal. Braucht nur ein bisschen Steine. Der Bogen muss nicht repariert werden, deswegen passt es gerade. Vielleicht ein bisschen mehr Steine. Sicherheitshalber. Und was wird denn das repariert, falls es kaputt geht? Mit Holz. Okay, dann brauche ich doch ein bisschen Holz. Können wir rennen? Jetzt können wir aber nicht mehr rennen. Oder doch. Ich lasse alles da, was ich nicht brauche. Das da brauche ich nicht. 43. Das glaube ich auch nicht. Ja, das kann ich brauchen. Gut. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Trikes. Aber ich will jetzt auch keinen angreifen, der irgendwie noch einen Partner in der Nähe hat. Weil sonst greift mich ein zweiter an und macht mich alle. Was? Okay. Schauen, ob es hier einen gibt, vielleicht. Nur ein paar Doros. Hier mal den da drüben. Oder erinnert mich, besser gesagt. Moment bitte. So, jetzt. Also wir haben 11 Betäubungspfeile und Steine. Ja. Level 40. Ja, bin ich so hoch. Schauen wir mal nur, ob es hier noch irgendwas anderes gibt, was mich nerven könnte. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich so eine gescheite Position hätte. Irgendwie, wenn ich da hochkommen könnte. Schauen wir mal kurz auf der anderen Seite. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Geh mal da hoch. Ja, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Und? Na toll. Ein Stein schon mal vergeudet. Der hat gesessen. Ich habe Hunger. Das ist auch. Zack. Zack. Ne, das wird, glaube ich, nicht ausreichen. Erstmal was. Einen haben wir noch. Jetzt muss die Steinschleuder her. Nimm das. Geht denn das überhaupt? Ah, doch, der haut ab. Oder? Kommt wieder zurück. Ne, der haut ab. Hey, cool. Also, ich glaube, die meiste Arbeit hat immer noch die, haben immer noch Pfeile gemacht. Weil, ich glaube jetzt nicht, dass Steinschleuder wirklich so viel was ausgemacht hat. Aber immer noch besser als nichts natürlich. Jetzt geht's nur noch das Ding zähmen.
So. Schau mal kurz wegen dem Sattel. Habe ich den schon erlernt? Ich glaube nicht, ne? Ich habe den immer noch nicht erlernt. Ne, fuck. Ich rum. Wenn ich in die Base gehe, dann ist das zu weit weg. Ich hätte sonst kurz meinen Parasaurus geholt, um hier ein bisschen zu farmen mit den Steinen. Weil ich kann jetzt nicht mehr so viel tragen. Ah, nehmen wir mal den Dodo. Ist das ein Weibchen? Ah, weißt du was? Sterben wir in der Wechsel. Was ich da gerade schon ein bisschen auf. Das war jetzt der Dodo. Die anderen haben auch Huhn genannt, dann nenne ich den mal. Eine. Schauen aber genau gleich aus. Der andere war auch grün. Fuck, jetzt ist es dunkel. So. Schaut so leer aus alles, aber brauche ich überhaupt die Fackel? Ja, doch, es ist schon dunkel. Da hinten ist ein Dodo. Da ist noch ein Dodo. Da läuft irgendwas, aus wie ein Raptor, ich weiß es nicht. Moin. So, dürfte nicht mehr lang dauern. Yay! Wie nennen wir den jetzt? Ich überlege gerade. Weil er so eine. Weil er so eine Kopfform hat, nenne ich den mal. Chili. So. Oder angreifen. Jetzt ohne Sattel mal nicht. Ich geh mal zurück in die Base. Kann der Dodo schwimmen überhaupt? Ich nehme mal in die Hand. Wo ist es denn am sichersten? Was ist das? Ich hoffe, mich greift jetzt nichts im Wasser an. Bitte nicht. Schwimm. Schwimm, Dodo. Da ist was. Geh den mal aus dem Weg. Jetzt noch hier rüber.
Daniel. So. Jetzt kann der Trike eigentlich am besten farmen. Ich glaube Bären und Holz. Nee, nicht Holz. Vielleicht Stroh. Ich schau mal, ich probiere es mal aus, dann wenn ich die Sattel ab. Eventuell Stroh. So, da ich habe den Spielkameraden mitgebracht. Nee, Hahn habe ich den genannt, nicht Huhn. So, jetzt muss ich bei dem auch noch auf Passiv und Folgen deaktivieren. Folgen deaktivieren. Digga. Ich habe immer noch nicht verstanden, was ich da machen muss, wenn der kommt. Essen mal was. Und ich würde hier mal einen Cut setzen. In der nächsten Folge würde ich mir den Sattel craften für den Trike. Ihn ein bisschen ausprobieren, was ich damit so machen kann. Und dann auch schon weiterbauen. Also ein bisschen weiterbauen zumindest. Ich glaube, ich zähle dann in der nächsten Folge auch mal, beziehungsweise schau mal, ob ich den Raptor-Sattel schon bauen kann oder erstellen kann. Weil den würde ich als nächstes zähmen wollen. Ja, die 9 Punkte brauche ich jetzt aber für den Trike. Den Raptor zähme ich jetzt nächstes. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.